Herr Reul, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Abgeordnete, liebe Gäste. Niemand hat die Absicht, die Feuerwehr totzusparen. Zitat Walter Stahlknecht. So lautete ein Plakatspruch einer Jugendfeuerwehr auf einer gemeinsamen Demonstration von Vertretern der Kommunen und Feuerwehren hier vor dem Landtag. Die älteren Kameraden fuhren damals mit Einsatzfahrzeugen aus den 70er Jahren auf den Domplatz und präsentierten die Aussage, leise rieselt der Rost. Genau das ist der Grund, warum wir zum vorliegenden Antrag der Linken eine kleine Änderung beantragen, damit sie endlich und sofort ihrem Versprechen nachkommen, dass die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer vollständig an die Kommunen zurückfließen, so wie es in anderen Bundesländern praktiziert wird. Und wie Sie es auch mal versprochen haben, Herr Stahlknecht, vielleicht erinnern Sie sich, er ist noch da. Zum eigentlichen Antrag, die AfD, das sei vorangestellt, lässt den ländlichen Raum nicht im Stich. Deshalb bekennt sich die AfD-Fraktion hier im Landtag ohne Wenn und Aber zum Erhalt der gewachsenen Strukturen, die das Leben auf dem Land lebenswert machen. Die Feuerwehren und insbesondere die Ortswehren gehören zweifelsfrei dazu. Deshalb teilen wir die Bedenken in Punkt 3, lehnen eine zwangsweise Zusammenlegung von Feuerwehren ab. Allerdings, und das hat Herr Stahlknecht auch richtigerweise gesagt, liegt im konkreten Fall die Entscheidungsgewalt in der jeweiligen Kommune. Ein Appell, eine intakte Feuerwehr wie die in Hornburg bestehen zu lassen, den unterstützen wir jedoch sehr gerne. Denn niemand kann uns ja hier als Landtag daran hindern, auch mal Appelle in unser Land hinaus zu geben. Es darf keine Zusammenlegung geben, die zwangsweise erfolgen, wenn es sich um intakte Wehren handelt. Das steht in Punkt 3 Ihres Antrages. Der vorliegende Antrag, Ortsfeuerwehren unterstützen und leistungsstark erhalten, beinhaltet eigentlich nichts, wo man nicht zustimmen könnte. Wäre es ein AfD-Antrag, dann würde es wieder heißen, sei alles Schaufensterantrag. Aber so weit will ich nicht gehen. Und deshalb haben wir ja eben diesen Änderungsantrag gestellt und hoffen nachher auch auf die Zustimmung der Linken. In Punkt 1 stellt die Linke die Bedeutung der Feuerwehren heraus. Ich denke, das ist Konsens im Hohen Hause. Die Feuerwehren sind die tragende Säule des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens, insbesondere in den kleinen Dörfern. Ich hatte es erwähnt. Als im ländlichen Raum verwurzelte Partei ist die AfD oder setzt die AfD natürlich hier ein klares Bekenntnis. Und es ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und deshalb braucht man das nicht nochmal zu betonen. Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, in den kleinen Wehren Gemeinschaft zu erleben, Kameradschaft zu leben. Und genau das wollen wir fördern und im Sinne der gesamten Gesellschaft auch dafür sorgen, dass der flächendeckende Schutz vor Gefahrenlagen auch nachhaltig erhalten bleibt. Und, aber um genau das zu gewährleisten, sehr geehrter Herr Stahlknecht, reichen eben nicht nur warme Worte, es braucht auch ausreichend finanzielle Mittel. Und genau die wurden in den letzten Jahren systematisch weggekürzt. Und das war ja auch der Grund für die Demonstration hier draußen auf dem Domplatz. Herr Erben von der SPD, Sie müssten sich da sehr gut auskennen, denn unter Ihrem damaligen Innenminister Höfelmann waren Sie maßgeblich an den Kürzungswahn auch mit beteiligt. Daher geht der Punkt 2 des Antrages aus unserer Sicht nicht weit genug. Was Sie hier formuliert haben, ist die Zielstellung des Landtages mit dem neuen Brandschutzgesetz, das haben wir eben alles schon besprochen, Verbesserung hinsichtlich der Einsatzbereitschaft, der Leistungsfähigkeit zu erzielen. Das werden wir im Innenausschuss besprechen. Aber es geht eben nichts, ohne ausreichend Gelder zur Verfügung zu stellen. Und wir wollen mit diesem kleinen Änderungsantrag heute hier schon das Bekenntnis, dass ab sofort nicht erst irgendwann in der Zukunft, Sie haben ja da in der Volksstimme von 100 Millionen Programmen, die Feuerwehrleute sind ja fast aus allen Wolken gefallen, 100 Millionen Programme, dann steht dann irgendwann, kommt 2019 irgendwann und ich sage Ihnen, 2019 fällt Ihnen wieder irgendwas ein, warum Sie es dann doch nicht machen. Und genau das wollen wir mit dem Antrag eben die sofortige Weiterleitung der Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Meine Damen und Herren, die Risikoanalysen, die die Kommunen im Land zu erstellen haben, zeigen, wie dramatisch die Lage nämlich in den Wehren ist. Allein bei mir in der Stadt Bitterfeld-Wolfen summiert sich der Investitionsstau auf knapp 10 Millionen, was Gerätehäuser und Fahrzeuge angeht in den nächsten 10, 15 Jahren. Die alte Drehleiter in Bitterfeld musste aufwendig kostspielig repariert werden. Die neue kostet 630.000 Euro. Zwei Tanklöschfahrzeuge in der Wehr Wolfen sind zur teuren Generalüberholung. Man sieht deutlich, dass der Rost vom Fahrzeugrahmen rieselt. Und
die Gelder für die Kommune reichen eben nicht aus. Wenn Sie nämlich keine Eigenmittel haben, können Sie auch keine Förderprogramme in Anspruch nehmen. Und genau das ist das Problem. Und genau deshalb brauchen wir die Erhöhung der Zuweisung an die Kommunen. Und deswegen bitte ich auch die Linken, dass Sie unserem Antrag zustimmen. Nur dann macht Ihr Antrag Sinn. Wir stimmen Ihrem Antrag trotzdem zu. Vielleicht springen Sie ja mal über Ihren Schatten. Vielen Dank.